Hallo, wir machen heute eine französische Spezialität, eine Fougasse, die nicht nur wunderschön ausschaut, das werdet ihr dann gleich sehen, sondern natürlich auch herrlich schmeckt und die eigentlich gar nicht so schwer zu backen ist, dass sie wirklich gut wird, wenn man weiß, wie es geht. Und das weiß der Bäckermeister. Eine Fougasse braucht vor allem Zeit, also der Teig braucht Zeit, auch über Vorteige muss man einfach Zeit in den Teig bekommen, weil der Teig an sich ganz einfach ist. Es besteht nur aus Weizenmehl, wir haben da Weizenmehl 700er mit etwas Honig, ganz eine Spur Hefe und Salz und zusätzlich natürlich noch das Wasser. Ja, und das Wichtigste, wir sagen immer, die Zeit ist das Allerwichtigste für gutes Brot und Gebäck. Und die Zeit müsste man natürlich jetzt einerseits dann beim Zubereiten des Teiges, aber auch schon vorher in einer sogenannten Vorstufe, in einem Vorteig. Da ist er, Simon, das ist unser Vorteig, unser Polish, der Geschmack ins Backwerk bringt, oder? Bringt Geschmack, regt die Enzymaktivität an und somit wird der Teig viel aktiver und kann dadurch also auch diese großen Blasen entwickeln und kriegt viel Aroma. Anzusetzen. Das ist eigentlich ganz einfach, wie man diesen Vorteig ansetzt. Das haben wir gemacht, allerdings gleich mal 12 Stunden vorher. Das ist auch für euch zu Hause sehr einfach. Also wenn ihr zum Beispiel am Morgen oder am Vormittag backen wollt, dann macht ihr am Abend den Vorteig. Da passiert nichts anderes, als dass man Wasser nimmt, so wie im Rezept angegeben, es ist im gleichen Verhältnis, dann wieder Weizenmehl 700 und dann kommt eine Spur Hefe dazu. Das wird alles durchgerührt, bis es wirklich möglichst, also klumpenfrei verrührt ist. Und dann lässt man das heraus bei Raumtemperatur 3 Stunden anspringen. Und dann geht das abgedeckt in den Kühlschrank für weitere 12 Stunden. Und wenn man es dann rausholt, hat man diesen lebendigen Vorteig irgendwie, der schon ziemlich aktiv ist und von Blasen durchzogen. Dann beginnen wir jetzt mit dem Mischen. Zuerst wieder Wasser und Polish in die Schüssel geben. Man sieht eben sehr an dem Vorteig diese sehr schönen Bläschen. Das ist eben das Zeichen, dass sie da natürlich schon was getan hat. Und wir geben immer das Wasser und dann das Polish zuerst hinein aus einem sehr einfachen Grund, weil dann, wenn ihr die festen Bestandteile dazugebt in die Rührschüssel, dann ist es natürlich so, dass wir verwenden jetzt das Paddle bei diesem Cooking Chef, weil das Paddle sehr gut geeignet ist für weiche Teige und es wird ein weicherer Teig und dann erwischt er natürlich irgendwie alle Komponenten irgendwie sehr gut. Mehl ist jetzt drin, Honig, Mehl, Honig. Ganz, ganz wenig Hefe nochmal dazu. Und was noch fehlt, ist das Salz. Das werden wir aber jetzt zu Beginn nicht dazugeben. Wir machen jetzt eine kleine Teigrast zuvor, das heißt, wir mischen den Teig ganz kurz an, man kann eine Autolyse dazu sagen und geben das Salz eben noch nicht dazu, sondern nur mal die anderen Zutaten, ganz langsam. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, die Bäcker nennen das die Autolyse, da passiert viel. Und zwar bildet sich der Gluten, die Eiweißbestandteile des Mehls, quellen wirklich schön auf und es bildet sich schon ein Teiggerüst. Sie finden zusammen. Würde man das Salz sofort dazugeben, wird das ein bisschen gehemmt und so kann man quasi so weiche Teige, vor allem ganz weiche Teige, muss man oft länger kneten, weil der Knethocken das nicht so gut erwischt und so weiche Teige kann man dann in der Knetzeit extrem verkürzen und das ist immer positiv für den Geschmack und die Teigstruktur, weil man so wenig wie möglich intensiv kneten muss. Das heißt, wir kneten jetzt oder mischen ganz langsam auf ganz langsamer Stufe. Bis man kein Mehl und kein Wasser mehr sieht, bis das ein relativ homogener Teig ist, das genügt dann schon. Und dann ist quasi jedes Teigpartikel benetzt. Und wenn wir da reinschauen, da sieht man jetzt eigentlich kein Mehl und kein Wasser mehr. Und das lassen wir so für 30 Minuten rasten. Der Teig hat jetzt 30 Minuten Autolyse hinter sich. Man kann das auch länger machen, 40 Minuten. Und es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass die Mehlbestandteile sehr gut aufgequollen sind. Und man jetzt viel kürzer mischen muss und kneten. Jetzt starten wir mit dem Paddle wieder langsam weg. Und bei der Hälfte ungefähr, wenn der Teig schon anfängt glatt zu werden und sich besser zu binden, dann geben wir dann nur das restliche Salz dazu. Jetzt ist der Teig ungefähr zur Hälfte ausgeknetet. Jetzt putzt man den Rand ab und geben nur das Salz dazu. Und mischen den Teig dann vollständig aus. Das heißt, bis er eine glatte Oberfläche bekommt und sich vollständig vom Schüsselrand danach löst. Da kann man dann ruhig ein bisschen schneller dann kneten.
Der Teig ist jetzt fertig geknetet, hat eben eine schöne glatte Oberfläche. Ganz wichtig in diesem intensiven Knetprozess von so Weizenteigen, der Teig sollte sich nicht so sehr erwärmen. Maximal 26, 27 Grad. Im Idealfall hat der Teig jetzt bei uns 25 Grad. Den geben wir jetzt in geölte Boxen. Ja. So. Also wenn man langzeitgeführte Teige zu Hause machen will, ist es eigentlich fast unerlässlich, dass man diese Gärboxen besitzt. Brauchen auch nicht viel Platz, sind auch sonst praktisch einsetzbar. Die werden ausgeölt, gepinselt. Das ist auch so die richtige Größe für den Haushaltskühlschrank. So. Haben wir zwei Teile? Ja. Ich verwende jetzt da Wasser, um eben den Teig super von Finger und Teigkarte lösen zu können. Und dann geben wir einfach den Teig da rein. Das Olivenöl riecht so gut. Ja. Wir pinseln den mit Olivenöl aus. Das passt natürlich dann perfekt gleich zur Fougasse. Und in diesen Boxen reift der Teig jetzt in dem Fall für 3 Stunden bei Raumtemperatur. Wir werden den nach einer Stunde ungefähr einmal falten. Das bringt zusätzlich Spannung in den Teig und dann kriegt man auch ein viel besseres Volumen. Ja. Und was bei den Falten auch noch passiert, der Teig kühlt vielleicht an der Oberfläche ein bisschen ab und durch das Falten wird er wieder ein bisschen gleichmäßiger von der Temperatur. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Der Teig für die Fougasse, der ja jetzt 3 Stunden rasten muss, jetzt sind 1,5 Stunden vergangen. Jetzt schauen wir zuerst einmal, welche Temperatur er hat. Also ich sage euch, wenn man zu Hause backt, braucht man eigentlich unbedingt überhaupt, um Erfahrung zu sammeln, am Anfang auch ein Teigthermometer, weil der Teig, der soll wirklich ungefähr 27 Grad haben, der soll wirklich nicht wärmer werden, weil es ganz einfach nicht gut ist für die Teige und da hat man im Haushalt oft nicht das Gefühl dazu, der hat wirklich sehr exakt seine 27 Grad, so wie der Profibäcker, deswegen braucht man ganz einfach am Anfang wirklich ein Teigthermometer. Jetzt wird der Teig, jetzt falten wir ihn, und zwar wir ziehen ihn einmal hoch, zweimal, so ein bisschen wie ein Buch wieder zusammengefalten. Und ihr seht schon jetzt rein, wie der Teig sich anfühlt. Der kriegt Spannung dadurch, geht ein bisschen mehr in die Höhe und kann sich besser entwickeln. Ja, und jetzt die nächsten 1,5 Stunden. Jetzt reift er wieder weiter, bevor wir ihn dann aufarbeiten. Jetzt mit der Teigkarte den Teig eben leicht vom Schüsselrand oder von der Wanne lösen, das so wenig wie möglich anklebt und dann auf den Tisch stürzen. Man sieht, das geht wirklich super sauber raus, ohne dass der Teig reißt. Und dadurch kann er eben dann sein volles Volumen behalten. Leicht bemehlen. Und diesen Teig werden wir jetzt vorsichtig in 4 gleich große Teile stechen. Das sind dann ungefähr 500 Gramm pro Stück. Und man sieht eben auch, der ist wirklich ganz wollig und ganz stabil auch. Wäre so ein Teig nach dieser Teigruhe, würde er jetzt da liegen und man schneidet den ab und er fängt an auseinander zu fließen, dann heißt das, der hat einfach vielleicht zu wenig Teigruhe gehabt oder die Teigruhe war einfach bei zu kalter Temperatur. Dieser Teig hat im Idealfall 25 Grad, dann ist er nicht so schnell und kann sich doch sehr gut entwickeln. Und diese 4 Teile werden wir jetzt leicht schon mal vorformen. Und da geht es jetzt nicht so sehr darum, den Teig auf Spannung zu bringen, wie zum Beispiel beim Rundschleifen oder Rundwirken, sondern einfach ein bisschen die Grundform. Wir wollen ein Dreieck und jetzt falten wir das nach unten ein bisschen so ein und machen so ein bisschen bemehlen wieder die Fläche. Und je vorsichtiger man da arbeitet, desto besser kann man eben das Volumen des Teiges erhalten und man tut ihm quasi nicht weh. So entspannt jetzt der Teig dann für 20-30 Minuten, weil es geht da jetzt noch darum, den Teig wirklich schön ausbreiten zu können und zu dehnen.
Und das merkt man sofort bei so einem Teig. Hat der sehr viel Spannung noch, ist es noch zu bald, dann lässt er sich ja gar nicht so dehnen und in die Form bringen. Er schnurrt, nennt man das. Er geht sofort in die ursprüngliche Form zurück. Diese Teiglinge haben sich jetzt für 20 Minuten entspannen können. Jetzt können wir es weiter verarbeiten und die Form vom Fougasse eben fertig machen. Das heißt, leicht bemehlen, auch die Arbeitsfläche. Dann nehmen wir das an Teigling. Und werden dann mit den Fingerspitzen leicht eben so eine Dreiecksform drücken. Durch Ziehen und Drücken kann man den Teigling da jetzt formen. Nicht so grob, dass die ganzen Luftblasen drin relativ gut erhalten bleiben. Bemehlen und dann einschneiden. Und zwar in der Mitte zwei Schnitte untereinander. Einmal, zweimal. So, und dann drei seitlich. Eins, zwei, drei. Und hier auch. Und das ziehen wir dann so auseinander. Das ist die klassische Form des Fougasse. Auf dem Blech dann eben die richtige Form bringen. Der Teig ist eben jetzt nicht mehr viel beansprucht worden, sondern nur mehr auseinandergezogen und auch geschnitten. Und jetzt hat er eigentlich, ist er schon fast bereit, gebacken zu werden. Wir lassen ihn nur mehr 10 Minuten, 15 Minuten entspannen und dann backen wir ihn im heißen Ofen bei 250 Grad mit viel Schwaden. Das Dreieck und wieder diese zwei Schnitte nach unten. Und die drei seitlichen. Ein bisschen nachschneiden. So, und jetzt geht es dann zum Entspannen und dann direkt in den heißen Ofen. Ja, das ist ja in Frankreich ein wirklich ein Brot, das immer nur salzig gegessen wird, das heißt auch mit Oliven zum Beispiel belegt, so wie wir das jetzt da machen, oder Rosmarin, Anchovies passen da drauf, also da sind der Fantasie nicht so viele Grenzen gesetzt. Speck kriegt man es auch manchmal, das ist auch zum Grillen natürlich, aber ganz einfach zum So-Essen. Und eine davon bestreiche mit ein bisschen Olivenöl, mag sein, dass das jetzt nicht typisch französisches, aber ich finde, das ist das beim Backen auch das Ideale, dass so der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt sind und wir ja machen können, was uns freut. So, dann noch eine Olive drauf, nochmal nachdrücken, damit die Oliven nicht rauskullern und dann wird sie gebacken. Ich backe sie bei, natürlich mit Schwaden wieder, wie alles Gebäck. Das heißt, hier haben wir einen Moment mit unserem Klimagargerät, das wir haben, damit das Wasser automatisch eingesaugt. So. Wenn man es nicht hat, diese Funktion, dann könnte man auch ein Rohr, also ein Backblech unten mit aufheizen und dann auf dieses Backblech, wenn man dann die Brote, wenn die hineinkommen, zum Beispiel zwei Eiswürfel drauf tun oder eine Espresso-Tasse Wasser. Also es geht darum, dass wirklich Schwaden im Ofen ist. Wir haben das jetzt, deshalb rein damit. Jetzt der Dampfstoß und jetzt backen wir es ganz heiß, 250 Grad und wahrscheinlich nicht länger als 15 Minuten. Es muss wirklich eine sehr gute Farbe bekommen, dann ist die Fougasse fertig. Also kannst sagen, was du willst. Ich finde, das ist ein alternativer Weihnachtsbaum. Kann man so sagen. Man kann die Fougasse wirklich neu entdecken als Weihnachtsgebäck. Schaut doch aus wie ein Christbaum. Oder ein Blatt. Also. Hast du gewusst, dass das eigentlich immer das Vorschussgebäck war? Das habe ich mir angeschaut, das haben die Bäcker, um den Ofen zu testen, also so wie bei uns, irgendwie das Vorschussbrot, haben sie immer die Fougasse gebacken.
Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebäck. Ja. Und vor allem auch gut. Da, es duftet wunderbar, riecht, kracht. Das ist wirklich eine Freude. Sehr teilsam. Ein teilsames Gebäck. Ja, das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Dienstag wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, auf Wiedersehen.